Durchdringungen sind auf Dächern meist zahlreich zu finden, zum Beispiel Dunstrohre, Entwässerung, Absturzsicherungen und vieles mehr. Mein Name ist Tina Blersch und in diesem Video zeigen wir euch, wie man eine solche Rohreinfassung handwerklich herstellt. Details wie zum Beispiel Rohranschlüsse stellen wir aus trägerlosen Kunststoffbahnen her. Dazu müssen wir im ersten Schritt zwei Zuschnitte vorbereiten, eine Fußmanschette und einen Mantel. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier der T-Stoßvorbereitung und Nahtreinigung. Zur Herstellung der Fußmanschette wird ein quadratischer Bahnenzuschnitt vorbereitet, der seitlich mindestens 20 cm größer ist als der Durchmesser der Durchdringung. Für den Mantel multiplizieren wir den Durchmesser mit 3,14 und packen nochmal 3 cm drauf. Alternativ kann man hier auch mit einer Schnur messen. Die Anschlusshöhe mit mindestens 15 cm über Endbelag ist in der Fachregel vorgegeben. Wir empfehlen euch für diesen Zuschnitt mindestens 17 cm, damit die Kragenbreite von 2 cm berücksichtigt ist. Im nächsten Schritt schneiden wir in die Fußmanschette eine Öffnung, die ca. ein Drittel kleiner als die Durchführung ist. Diesen Ausschnitt erwärmen wir etwas, damit sich das Material leichter anpassen lässt, und stülpen dann die Manschette vorsichtig über die Durchdringung. Nun wird der Mantel um die Rohrdurchführung angelegt und exakt angepasst. Im Anschluss können wir mit dem Heißluftgerät den Mantel im Überlappungsbereich heften, vorschweißen und fertig verschweißen. Wir nehmen den Rohrmantel wieder ab, um im nächsten Schritt den innenliegenden T-Stoß vorzubereiten. Diese Seite wird dann stückweise erwärmt und ausgedehnt, bis ein ca. 2 bis 3 cm breiter Kragen entsteht. Wichtig hierbei: arbeitet in mehreren Schritten und benutzt gegebenenfalls Handschuhe. Beachte die Ausdehnung nicht im Bereich der Längsnaht vorzunehmen, sonst besteht die Gefahr des Einreißens beim Fertigschweißen auf der Manschette. Eine fachgerechte Verschweißung zu gewährleisten, reinigen wir auch hier die Schweißbereiche mit reiniger Nahtaktivierer vor. Jetzt könnt ihr die Fußmanschette auf der Flächenabdichtung vollständig verschweißen. Damit auch der obere Abschluss dauerelastisch versiegelt ist, sichern wir ihn zusätzlich mit einer Edelstahlrohrschelle. Ihr habt nun gesehen, wie man handwerklich und fachgerecht eine Rohreinfassung herstellt.
Wenn ihr euch bei diesem Detail viel Arbeit und Zeit sparen möchtet und zusätzlich Sicherheit gewinnen wollt, empfehlen wir, unsere Fertigteile dafür einzusetzen. Diese können wir in allen Standarddurchmessern anbieten. Wie einfach die Fertigteile fachgerecht verarbeitet werden, das zeigen wir euch in einem anderen Video auf unserem Kanal. Schaut euch zum Thema Abdichtung mit Kunststoffdachbahnen auch diese Videos an. Wir freuen uns über eure Fragen und Kommentare und natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!